Taxi 7676. Ein guter Ruf für alle Fälle. Dargeboten von unserem Musikverein Stadtkapelle Schwetzingen. Und dafür nochmal einen dicken Applaus. A Night Like This, dieses Motto aufgreifend, freue ich mich, dass wir in einer Nacht wie dieser wiederum die schöne Tradition der Neujahrsempfänge pflegen und ich sie zu diesem Anlass so zahlreich hier im Lutherhaus begrüßen kann. Nach mehr als der Hälfte meiner ersten Amtszeit könnte man meinen, dass ich eine gewisse Routine in meiner Funktion als erster Bürgermeister einstellt. Natürlich hilft es bei der Bewältigung der Aufgaben, Personen und Örtlichkeiten in der Zwischenzeit gut zu kennen. Aber an so einem Abend wie heute wird mir wieder bewusst, dass alles hier ist nicht selbstverständlich. Und viele neue sowie spannende Aufgaben stehen noch vor uns. In diesem Bewusstsein heiße ich Sie daher im Namen der Stadt Schwetzingen von Herzen willkommen zum Neujahrsempfang 2014. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Der Saal ist heute sehr voll. Das ist ein schönes Zeichen. Liegt am Frühlingswetter, obwohl gar kein Frühling ist. Wie auch immer. Schön, dass Sie alle da sind, dass Sie zusammengekommen sind. Und was Sie vereint, ist das Interesse an Ihrer Stadt, an unserer Stadt. Und das macht einfach Laune, dass so viele Menschen zu Ihrer Stadt stehen und interessiert sind an dem, was sich in unserer Stadt tut. Das neue Jahr ist angebrochen und Oberbürgermeister Pöltl gibt traditionsgemäß im Lutherhaus wieder der versammelten Bürgerschaft einen Ausblick auf das neue Jahr und auch einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Die Ruhe ist eine liebenswürdige Frau und wohnt in der Weisheit. Ein sehr alter Satz, der stammt nämlich vom griechischen Dichter Epicharm und ist ein sehr kluger Satz. Und wie jedes Jahr möchte ich Ihnen auch ein bisschen was mitgeben. Ein Thema habe ich rausgepickt, das vielleicht für 2014 uns helfen könnte, eine kleine Richtschnur sein könnte. Wir haben das in den letzten Jahren schon gemacht. Da war die Freundschaft, die Perspektiven, die Vorbilder, die Dankbarkeit und letztes Jahr die Bescheidenheit. Und dieses Jahr habe ich mir so ungefähr zur Jahresmitte 2013 ein Thema rausgesucht. Das ist die Gelassenheit. Die Gelassenheit, ein Thema, was einen immer mehr bewegt. Warum ist das das Thema, das ich Ihnen mitgeben will? Weil ich das Gefühl habe, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich zunehmend der Hektik, Schnelligkeit und fehlenden Reflexion hingibt. Und ich habe Bedenken, dass das der Wahrheit letzter Schluss ist. Dr. Pöltl, ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2013. Es war kein langweiliges. Und ich habe ja so 3-4 Themenfelder rausgegriffen, damit es auch nicht zu lang heute Abend wird. Und ich fand ein Themenfeld sehr wichtig, das war das Feiern. Weil wir haben 3 wunderbare Ereignisse letztes Jahr gefeiert. Es war das Spargelfest, es war die Wunderkindreise von Mozart und das Internationale Deutsche Turnfest. Ein zweites, mir sehr wichtiges Thema war die Erinnerung an auch dunklere Zeiten unserer Geschichte. Wir müssen ja mit Guten und Schlechten umgehen und leben. Und das war die Zeit des Nationalsozialismus und wir haben es ja geschafft, auf einem nicht ganz einfachen, aber am Ende sehr erfolgreichen Weg, eine Erinnerungsstätte, eine Gedenkstätte an die Opfer des Schwetzinger Nationalsozialismus auf den Weg zu bringen. Und das war mir ein wichtiges Anliegen. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Form gefunden des Auseinandersetzens, die auch von den Leuten akzeptiert wird und die dann auch tatsächlich funktioniert. Das ist ja entscheidend am Ende. Was bringt es uns, irgendwas zu tun, wenn die Menschen am Ende es nicht akzeptieren? So, glaube ich, haben wir einen guten Weg gefunden. Und es waren Themen, die letztes Jahr doch sehr, sehr intensiv waren. Und das dritte Thema, fand ich sehr wichtig, war die Schulentwicklung. Weil es hat sich viel verändert. Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung, ein Einbruch der Anmeldezahlen bei der Werkrealschule, eine ganz großartige Schule, unsere Hilda-Werkrealschule. Und trotzdem haben die Eltern sich entschieden, auf die Realschule oder aufs Gymnasium ihre Kinder zu schicken. Und damit mussten wir umgehen. Und ich glaube, wir haben gute Lösungen gefunden. Ich muss sagen, es war ein spannendes Jahr. Ob das nächste Jahr auch wieder so spannend wird, warten wir es mal ab. Sie haben gesagt, das wird auch garantiert kein langweiliges Jahr. Was sind denn da so die Highlights?
Wir kennen ja gar nicht alle Themen. Manches kommt, von dem wir noch gar nichts wissen. Aber die, die wir ahnen, glaube ich, sind spannend. Das ist die Kommunalwahl, der Gemeinderat. Und da war mir wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass das ja eigentlich ein Gremium ist, in dem keine Politiker sitzen, sondern politisch interessierte Menschen, aber ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die eigentlich von ihren Mitbürgern dazu bestimmt werden, entscheidet ihr für uns mit, was in unserer Stadt passiert. Und es ist eigentlich direkte Bürgerdemokratie. Es ist viel direkter als in einem Landes- oder Bundesparlament. Tatsächlich entscheiden die Bürger selbst, was in ihrer Stadt passiert. Und da sage ich nur, Leute, geht zur Wahl, weil ihr könnt hier wirklich exakt direkt mitbestimmen, was passiert. Ein zweites Thema, was mir noch wichtig war, und das will ich jetzt vielleicht hier noch herausgreifen, ist, wir werden natürlich im nächsten Jahr, das wissen viele, 2014, Menschen hier zu Gast haben, die in Not sind, auf der Flucht sind, nämlich Asylbewerber. Und da ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir uns deutlich machen, was für Schicksale dahinter stehen, dass der Rhein-Neckar-Kreis ein großes Problem hat, bis zu 1000 Menschen unterzubringen und wir hier nur einen Teilbeitrag leisten mit 9 bis 10 anderen Gemeinden. Und mir ist eins wichtig, dass wir diese Menschen willkommen heißen, weil denen geht es nicht gut. Wer will schon mit 2, 3, 4 Personen in 20 Quadratmetern leben? In Schwetzingen, in einer vorläufigen Unterkunft oder woanders in der Region. Das sind Schicksale und die Humanität und die Menschlichkeit verlangen ein Stück weit, dass wir hier mit offenen Armen die Menschen empfangen. Ich weiß aber von vielen, dass sie sich einbringen wollen, dass es ehrenamtliches Engagement gibt und darauf freuen wir uns. Und natürlich ein großes Thema ist Gott sei Dank die Neueröffnung des unseres neuen Bellamar. Ja. Das ist gut, dass Sie mir den Hinweis nochmal geben. Tatsächlich, das wird eines der großen Highlights werden. Das Bellamar ist ja eine Freizeiteinrichtung, die in Schwetzingen, aber auch in Oftersheim und in der Region nicht mehr wegzudenken ist. Weit über die Region. Und da ist es Tolle, dass Oftersheim und Schwetzingen das Bad ja gemeinsam betreiben und dass wir den Mut hatten zu sagen, wir investieren 8 Millionen Euro. Wir bringen das Ding komplett auf Vordermann, damit unsere Schwetzinger, aber auch alle anderen und die Oftersheimer in Zukunft wieder ein hochattraktives Schwimmangebot in der Stadt haben. Das ist Infrastruktur, das ist ein harter Standortfaktor und der ist wichtig und wir kriegen es hin. Danke und alles Gute fürs kommende Jahr. Ihnen und allen Ihren Zuschauern auch. Wir sind gut vorbereitet. Im Namen von Elkemann, von mir, vom Gemeinderat, von allen Menschen, die in dieser Stadt mit Ihnen zusammenleben, alles Gute, auch ein gutes neues Jahr und jetzt noch auf viele schöne Gespräche. Danke, dass Sie da sind. Farbenschäfer Schwetzingen. Ihr Fachgeschäft für Farben, Tapeten, Bodenbeläge und Künstlerbedarf.